und schön, dass du wieder da bist bei meinem Podcast Zufrieden mit Resilienz, dein Podcast für mehr Achtsamkeit und Freude. Und das ist jetzt der vierte und letzte Teil des Interviews mit Frau Dr. Karin Stalzer. Ich hoffe, es ist okay für dich, dass ich dieses lange Interview in vier Teile geteilt habe. Aber ich weiß, wie es so mit der Zeit ist. Und wir alle haben relativ wenig Zeit. Und wenn du siehst, ui, das dauert 2 Stunden, dann weiß ich selber von mir, dann schiebe ich das immer auf, weil 2 Stunden oder 1,5 Stunden kann man sich wirklich im Alltag schwer Zeit nehmen. Aber auch diese Episode ist jetzt nicht mehr so lange, aber nicht weniger spannend. Und zwar, diesmal geht es um die Themen Säure-Basen-Haushalt. Dieses Thema ist auch für mich so spannend, weil ich war immer der Meinung, dass Menschen mit chronischen Leiden, also auch chronischem Stress und chronischen Entzündungen, dass man da sehr wohl auf eine basenorientierte Ernährung achten sollte. Aber ja, Karin hat mich eines Besseren belehrt und ja, es bleibt spannend, also bleib dran und hör dir an, was sie erzählt. Dann geht es auch um Nahrungsmittelunverträglichkeiten und ich habe ja, bevor ich das Interview gehabt habe, bei Instagram und Facebook geschrieben und bei meiner Weekly Inspiration Community, schickt mir doch Fragen, wenn ihr Fragen habt, an Karin Stalzer. Und ich habe so wahnsinnig viele Fragen bekommen, dass ich nicht alle einbauen konnte in dieses Interview. Also falls deine Frage nicht dabei war, es tut mir leid, aber du kannst wirklich sehr, sehr gerne Dr. Karin Stalzer persönlich eine E-Mail schreiben. Du findest ihre E-Mail-Adresse auf ihrer Webseite. Die gebe ich auf jeden Fall in die Shownotes. Und ich habe einfach gemerkt, dass wahnsinnig viele Fragen kommen und eine unglaubliche Unsicherheit herrscht. Und da ist die Nahrungsmittelunverträglichkeit einfach ein Riesenthema gewesen. Da geht es um Histamin, um Laktose, Fructose, Gluten und so weiter. Und wir besprechen das auch nochmal in dieser Folge, warum Nahrungsmittelunverträglichkeiten immer mehr werden. Und im speziellen Gluten-Sensibilität hast du vielleicht schon im Teil 2 gehört. Wenn nicht, schlage ich dir vor, dass du unbedingt auch diese Podcast-Folge dir anhörst. Und dann ist auch das für mich wahnsinnig wichtige Thema Mikronährstoffe. Vielleicht weißt du schon, ich bin ein totaler Fan davon. Und bei diesem Vortrag auf YouTube hat ja Professor Michels gemeint, wir brauchen das nicht. Und ja, Karin Stalzer und ich, wir sind uns da auch einig, dass ab einem gewissen Alter und auch in gewissen Situationen und vor allem bei Stress ist es wirklich wahnsinnig wichtig. Genau, also darüber reden wir auch. Bleib dran und viel Freude mit dieser Folge. Wir haben kurz angesprochen Säure-Base. Also Professor Michels hat auch gemeint, das ist kein Thema, weil der Körper gleicht das aus. Mhm, das stimmt. Ja, das heißt, sehe ich auch so. Ja, der Körper hat vier Systeme, oder die werden 4 Organe und 5 Systeme, also das komplett auszugleichen. Also das ist für den Körper kein Thema. Ja, so, also man kann nur dann wenn man wirklich eine Entgleisung des Säure-Basen-Haushaltes hat, das kann nach einem starken Brechdurchfall sein. Sogar da hat man gemessen, muss man sofort in die Klinik, Intensivstation, aber kann man gut abfangen. Und selbst da hat man in den Zellen noch ein ganz ausgeglichenes Säure-Basen-Niveau vorgefunden. Ja, und in unserem Körper gibt es eben verschiedene Zonen, die sind sauer, die müssen sauer sein, der Magen zum Beispiel, die Galle, die Bauchspeicheldrüse sind wieder basisch. Unser Körper gleicht das von ganz alleine selber aus. Also Basenpulver? Basenpulver würde ich in dem Fall nicht empfehlen, weil es einfach nur die Magen, also wenn es kommt drauf an, es gibt unterschiedliche, aber viele binden bloß die Magensäure. Und viele Menschen, die saures Aufstoßen haben, ist ein, ich sage, ein sehr klarer Hinweis auf eine Unverträglichkeit und habe ich schon oft erlebt, geht weg, indem man das Unverträgliche weglässt. In 99% der Fälle ist es Gluten. Und heißt eigentlich nur, dass der Magen, also dass sich da einfach die Klappe hinauf öffnet und das spürt man dann. Und der Magen ist ja, Gott sei Dank, hat der Säure in sich. Ja, Stichwort Pantoprazol, also Magensäurehemmer wieder. Ist heute sehr modern. Ja. Leider, weil auch gerade im Alter ist es oft nicht eine Übersäuerung, sondern genau das Gegenteil. Das heißt auch da. Ja, und was ich da wirklich auch in meinem, mein Magen braucht das zur Unterstützung, ich gehe in die Apotheke und kaufe mir HCL, ja, mit Betain. Das ist also ein Produkt, das
Salzsäure enthält und ein Enzym. Ja, und das nehme ich vor den Mahlzeiten und die tut mir sehr gut. Und auch jetzt zum Beispiel Menschen, die sehr viel unter Stress sind, chronische Entzündungen haben, wo man sagen kann, oxidativer Stress im Körper, auch da sagst du, es ist nicht relevant, ob ich jetzt mir Nahrungsmittel gönne, die sehr sauer sind oder basisch. Ja, es ist in dem Fall nicht relevant, okay. Überhaupt nicht, weil es hängt letztendlich vom Stoffwechseltyp ab. Zum Stress sage ich dann gleich noch was, nur einmal zum Stoffwechseltyp. Es gibt Stoffwechseltypen, es gibt grob gesprochen 5 und 2 davon sind von Haus aus ins zu saure verschoben von der Natur aus und 2 ins zu basische. Und die Orange kann für manche Stoffwechseltypen sauer sein und gesund, für die, die basisch unterwegs sind und für manche, die werden noch saurer durch die Orange und für manche werden noch basischer durch die Orange. Also wie es letztendlich im Stoffwechsel ankommt, ist vom Ernährungstyp abhängig. Das ist interessant. Das ist auch für mich ein Umdenken, weil ich empfehle auch ganz gern Leitungswasser mit Schuss Zitrone, weil es halt einen basischen Effekt hat. Aber hat einen, ja, also es gibt 3 Stufen. Aber das sagst du auch, da muss man differenzieren. Richtig. Mhm. Also es gibt den Geschmack. Das ist das Ayurvedische unterscheidet, dass es das einzige Ernährungssystem, das ident ist mit eigentlich, wie unser Saribasenhaushalt aufgebaut ist. Also wir haben, die Zitrone schmeckt im Mund sauer, wie Raya, der Geschmack. Dann landet sie im Magen und entwickelt auch noch so auf die Organe ihre Wirkung, wie Parker. Das ist so die Organwirkung und da weiß man, und das würde ich auch unterschreiben, da gilt für alle Menschen Zitrone, Orange als basisch. Übrigens, der Kaffee ist auch basisch, der Alkohol ist basisch. Der einzige Alkohol, der sauer ist, wäre der Eierlikör, weil er Eier enthält. Und dann die Wirkung aufs Gewebe, das ist dann die Langzeitwirkung der Nahrung, wie Raya Vipaka, weiß ich jetzt das Ayurvedische nicht, leider fällt mir gerade nicht ein. Aber diese Wirkung hängt jetzt vom Ernährungstyp ab. Mhm. Okay. Und Fleisch wirkt auf die schnellen Rotfleischtypen, die Glykos- oder Schnellverbrenner, was ich zum Beispiel bin, basisch. Okay. Ja, das Basischste, was aus dem Fleisch entsteht, ist Ammoniak. Hat den pH-Wert von 12 und das entsteht in jedem Körper aus Fleisch. Und für die Hörer und Hörerinnen jetzt, die so ein bisschen verunsichert sind vielleicht, kann man schon sagen, ich glaube, da sind wir uns einig, dass... Also mit Gemüse kann man nichts falsch machen, oder? Das ist richtig, ja. Nur wenn man jetzt ausschließlich Gemüse isst und ein Rotfleischtyp isst, fehlt einem was. Ja. Ja. Aber grundsätzlich kann man damit, nein. Weil ich empfehle das auch gerne, weil für mich war halt Gemüse auch eine basenorientierte Ernährung. Deswegen empfehle ich auch auf jeden Fall Gemüse für Menschen, die halt mit Stress oder mit chronischem Schmerz halt verunsichert sind. Ja, aber das ist auf jeden Fall kann man sich auf Gemüse zurückziehen und im Chinesischen gibt es den wunderschönen Satz, Gemüse klärt. Ja. Mhm. Nein, das so also als Gemüsesuppe, aus meiner Sicht noch würde ich gerade wenn man gesundheitliche Probleme hat, eher nicht auf Rohkost, sondern wirklich auf gekocht. Genau. Ja. Genau. Und wichtig vielleicht noch zum Sagen, Stress alleine, weiß man aus der heutigen Darmforschung, genügt, den Darm löchrig zu machen. Ja. Ja, das kann, braucht man gar nichts Falsches essen, es genügt. Und dann kann es aber sein, als Folge, dass man dann Gluten auf einmal nicht mehr verträgt. Genau, das habe ich auch so beobachtet. Nahrungsmittelunverträglichkeiten, auch ein sehr spannendes Thema. Hast du das Gefühl, dass das immer mehr wird im Moment? Ja, vielleicht weil der Stress zunimmt und weil wir oft eben schlampig essen und wirklich tatsächlich uns 3 oder 4 Mal am Tag irgendwas Glutenhaltiges hineinziehen. Ja, dadurch nimmt es zu. Mhm. Wie kann man drauf kommen? Ich meine, ich persönlich war einmal in einem Blutlabor und ich war nachher so klug wie vorher. Man hat mir gesagt, also wegen der Migräne, es ging bei mir eigentlich hauptsächlich um Histamin, weil ich das im Verdacht hatte, dass ich eine Histaminunverträglichkeit habe. Man hat mir nur gesagt, aufgrund meiner Erzählungen kann ich davon ausgehen, dass ich eine Histaminunverträglichkeit habe, aber ja, das war sozusagen das Ergebnis. Ja, also Histaminunverträglichkeit ist oft eine Folge von einer anderen Unverträglichkeit, weil in dem Moment, wo die Darmschleimhaut entzündet oder geschädigt ist, hat man oft eine leichte oder stärkere Histaminunverträglichkeit, weil das Enzym, das uns hilft, Histamin abzubauen, wird in der gesunden Darmschleimhaut
entwickelt. Genauso Fructose. Also es kann sein, dass man stressbedingt oder durch eine andere Unverträglichkeit vorübergehend auch Obst nicht so gut verträgt. Mhm. Und das gibt sich aber dann sehr oft wieder. Genau, also das kann eigentlich reversibel sein. Ja. Das heißt, Empfehlungen von dir sind eher mal wirklich Mikrobiom wieder aufzubauen. Ja. Also die Darmschleimhaut, dass genau. Leaky Gut Syndrom zurückgeht und ja. Dann kann man schauen. Also gut aufbauen und entlasten, indem man eben Gluten weglässt, auch auf Verdacht. Es ist nichts Essentielles in Gluten und halt auf die glutenfreien, wie wir es heute schon gesagt haben, umsteigt. Und auch, du hast es einmal heute auch schon angesprochen, kurz Casein. Da würde ich eine gewisse Zeit das Casein, also 6 Monate, auch weglassen. Es ist auch ein bisschen in der Butter. Die Butter würde ich trotzdem im Leben lassen, es sei denn, es ist eine sehr schwere Unverträglichkeit. Aber Casein geht auch stark auf die Darmschleimhaut. Und in schwereren Fällen würde ich einmal 6 Monate wirklich Käse in jeder Form weglassen und Gluten und sonst aber... Also Milchprodukte auch im Allgemeinen. Und die Milch, danke. Also Kuhmilch? Auch Schaf und Ziegel in dem Fall für ein halbes Jahr, weil es auch Casein enthält und auch viel Laktose. Und das kann den Körper oft sehr entlasten. Da kann man umstellen auf Mandelmilch, auf Kokosmilch, auf, was ist noch sehr nett, Reismilch, ja, aber vor allem nicht Sojamilch. Nicht Sojamilch, danke, ja. Was ich auch bei mir gemerkt habe, ich verwende jetzt Mandelmilch in der Früh fürs warme Müsli, also ohne Hafer, was mit getrockneten Früchten und Obst. Kokosmilch vertrage ich in der Früh interessanterweise nicht. Mhm. Ist zu fett wahrscheinlich. Es ist also zwar jetzt, wegen Fettgehalt. Braucht zwar keine Galle und so, aber es ist doch für den, ich kann es auch noch nicht gut erklären, aber es gibt schon Menschen, denen ist das einfach zu viel Fett auf einmal. Deswegen. Ja, okay. Ja, aber was man machen kann, ist einfach dann mit Kokosraspel arbeiten. Mhm. Also viel Kokosraspel drunter heben und auch das gut kochen. Noch ganz kurz zurück zum Superfood. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, also Exoten wie Chiasamen und so weiter, da gibt es gute heimische Alternativen, muss nicht sein, glaube ich. Ne? Gute Frage. Bei Chia, ich finde, es ist tatsächlich ein wertvolles Essen, weil gerade für vegetarisch lebende Menschen, es enthält sehr viele Mineralstoffe, hat Aminosäuren, hochwertige und auch wieder Omega-3. Also würde ich jetzt nicht, wenn man jetzt vegetarisch isst, bin ich mir gar nicht so sicher, ob da so viele heimische Produkte an das Chia rankommen. Auf die Qualität achten, ich glaube, das ist bitte wichtig. Ja, bei Chia, weil da wird es auch, da weiß ich noch zu wenig, ist was dran. Es wird gesagt, es ist ein bisschen kontaminiert mit Schadstoffen, aber das kann ich jetzt leider nur als Gerücht weitergeben. Ich habe da noch nichts Näheres jetzt gefunden, wie weit das stimmt. Okay. Mineralstoffe, das ist ja einer meiner Lieblingsthemen, weil ich auch der Meinung bin, dass durch dieses Leaky Gut Syndrom die Nährstoffe zu wenig aufgenommen werden können von der Darmschleimhaut. Und da kommt auch noch dazu, durch diesen oxidativen Stress, also psychischen Stress und entzündlichen Erkrankungen und durch die Medikamente, die wir nehmen, dass der Organismus einfach sehr viel mehr Mikronährstoffe braucht, um das auch wirklich wieder zu verarbeiten. Die Frau Professor Michels hat gemeint, nein. Wir brauchen keine Mikronährstoffe, keine Supplemente, außer das Einzige ist Vitamin D, sagt sie, und bei älteren Leuten Vitamin B12. Aber nach meiner Meinung ist sie jetzt noch gar nicht auf die Menschen eingegangen, die vielleicht wirklich auch körperliche Probleme haben. Für einen jungen oder für einen gesunden Menschen, der keinen Stress hat und sich ausschließlich mit Bioprodukten ernährt, ausgewogen, würde ich sagen, braucht nichts. Nein. Und Vitamin D würde ich da nicht geben, weil das kann sogar, also da gibt es Hinweise auf Krebs. Ja. Echt wahr? Ja. Spannend. Also was ist da deine Meinung? Also ab 50 plus ist es, also Omega-3 sollte man auf jeden Fall zuführen, in jedem Alter, weil so viel Fisch können wir oft nicht essen, also eben in Form von Leinöl, von Algenkapseln, also Omega-3-Algenkapseln oder Krillöl. Nicht aus dem Drogeriemärkten, sonst habe ich nichts gegen Drogeriemärkte, aber für Fischölkapseln, da sollte man nicht in die Drogeriemärkte gehen, da ist die Qualität einfach nicht gegeben.
Und dann ab 50 plus ist es für viele von uns sehr, sehr wertvoll, Vitamin D, aber immer in Kombination mit K2 aufzunehmen. Da kann man sich in der Apotheke nach dem richtigen Verhältnis erkundigen. Warum K2? Das Vitamin D sorgt bloß dafür, dass das Kalzium in den Körper kommt. Aber wo das Kalzium eingebaut wird, in den Knochen oder in den Arterien, ist dem Vitamin D wurscht, aber nicht im K2. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Vitamin, das unser Darm auch bildet, aber nicht unbedingt, gerade nicht, wenn er geschädigt ist oder auch, wenn man schon etwas 50 plus ist, auch nicht mehr in diesem Ausmaß. Also das, wobei man bei Vitamin D auch noch viel forschen muss, aber solange wir noch nichts Gescheiteres da wissen, empfehle ich Vitamin D. Ja, was ist mit halber Stunde in die Sonne gehen ohne Sonnenschutz? Ja, das ist im Winter nicht möglich bei uns. Da haben wir die Sonneneinstrahlung. Nein, wir haben die Sonneneinstrahlung gar nicht. Da kann der Körper, also selbst wenn wir da in die Berge gingen, kann der Körper kein Vitamin D bilden. Es sei denn, wir leben auf der Höhe von Boston oder Sizilien. Also das ist das eine. Und das zweite ist, dass, wie gesagt, da wird aber auch noch, da ist das letzte Wort sicher noch nicht gesprochen. Kann auch sein, dass unser Körper Gründe hat, warum er versucht, das Vitamin D zu drosseln. Aber wir brauchen es und da ist es dann nach meinem jetzigen Wissensstand wertvoller, es doch zuzuführen. Mhm. Also wir können es auch mit Milchprodukten oder mit Pilzen von außen nicht in diesem Ausmaß zuführen, als unser Körper es braucht. Also ab 50 würdest du zumindest im Winter Vitamin D auf jeden Fall mit K2 schauen, dass es hoch. Also ich würde es auch überprüfen im Blut, ob das genügt. Manche brauchen dann auch die Gabe im Sommer. Okay. Ja, und sonst, also Mikronährstoffe, was ich persönlich mache seit eineinhalb Jahren, dass ich halt schaue, dass ich auf natürlicher Basis eine wirkliche Kombination zu mir nehme, weil ich ein bisschen, ich habe einen Respekt vor wissenschaftlichen Studien, weil die ändern sich. Und das war auch eine Frage von Christian, die ich dir dann auch stellen kann, was wir tun können, wenn eine Studie sagt heute das und in zwei Jahren ist wieder eine ganz andere Meinung. Also wo können wir unsere Quellen herholen? Mhm. Das ist die eine Frage. Mhm. Und die andere Frage ist, also ich habe Respekt vor dem Verhältnis der Mikronährstoffe zueinander und deswegen versuche ich auch in der Apotheke, wenn es geht, Naturprodukte zu empfehlen. Und da habe ich eben so eine Kombinationspräparat, wo irgendwie alles drin sind, Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente. Ist das auch deine Erfahrung? Das ist, also ich finde, ich habe zu, ja, da kann ich zu wenig sagen, weil der Körper bei solchen Dingen oft keine Rückmeldung gibt, keine unmittelbare. Aber aufgrund dessen, was ich lese und so mitbekomme, die Natur hat da oft so ganz unterschiedliche Zusammensetzungen, wo wir heute noch gar nicht wissen, wie wirkt ein Stoff in der Zusammensetzung. Da ist er oft nur so wenig vertreten und wir sind uns gar nicht bewusst, dass der so wichtig ist. Und wenn wir ihn alleine zu uns nehmen, Vitamin A zum Beispiel, kann das giftig sein. Also, und in den Lebensmitteln sind die Stoffe unterschiedlich aufbereitet. Also wenn Nahrungsergänzung, was ich durchaus für sehr wertvoll erachte, gerade weil wir Stress haben, weil wir oft nicht dazu kommen, uns so toll zu ernähren oder wie immer, wir wissen unseren Stoffwechseltyp nicht, dann ist eine Kombination meiner Meinung nach sehr, sehr wertvoll. Mhm. Ja. Okay. Und Professor Michels hat auch gemeint, Superfood für Sie sind Nüsse. Ich glaube, da sind wir auch d'accord, oder? Nüsse sind sehr wertvoll. Wenn man sie verträgt, ja. Wenn man Histaminunverträglichkeit hat, dann sind sie kontraproduktiv. Also zuerst einmal den Darm sanieren, ja. Die Darmschleimhaut ja. Und dann ja. Kann man... Ja, Nüsse sind natürlich ganz wertvoll, ja klar. Ich glaube, von meiner Seite, wir haben sehr viel besprochen heute. Studien müsste man noch kurz... Die Studien, ja genau, ich habe von der Renate habe ich noch eine Frage bezüglich Fructoseintoleranz. Mhm. Die bei ihr festgestellt wurde. Und sie ist überrascht darüber, weil sie isst eigentlich jeden Morgen sehr gerne Obst und ihr Mandeljoghurt. Mhm. Und ihr fällt es sehr schwer, das wegzulassen. Ja. Ihre Frage jetzt an dich ist, soll sie einzelne Obstsorten jetzt einmal austesten? Oder gibt es eine Liste im Internet? Es gibt zu Fructose gibt es Listen, also Apfel und Birne haben die meiste. Die Gegenfrage würde ich gerne fragen, wie ist es denn ausgetestet worden mit dem Atemtest? Dann kann man sich einigermaßen darauf verlassen, dass eine Fructoseintoleranz vorliegt. Und wenn es ein Bluttest war, dann der bildet, also es gibt keinen Bluttest derzeit, der wirklich
eine Unverträglichkeit, eine reine Unverträglichkeit wiedergibt. Also entweder sind dann Unverträglichkeiten in dem Bluttest mit Dingen, die man in der letzten Zeit häufig gegessen hat. Ja, und da muss man jetzt dann differenzieren, muss man sich auskennen und sagen, das ist jetzt ein Hinweis, das auf die Unverträglichkeit und das ist einfach nur, weil sie es täglich essen. Also das wäre jetzt die Gegenfrage, wie ist es denn ausgetestet worden? Ansonsten bei Fructoseintoleranz, die auf einmal auftaucht, wo sie das aber täglich isst und nicht unmittelbar jetzt scheinbar Beschwerden hat, denke ich auch wieder einmal an einen Leaky Gut, das unter Umständen seine Ursache in einfach nur einem gestressten Leben hat, der den Darm angreift, wo dann die Fructose nicht mehr so gut verdaut werden kann. Da ist auch eine Entlastung, Gluten wegzulassen unter Umständen, muss jetzt nicht für immer sein, aber vielleicht wirklich für 2 Jahre und vielleicht Fructose einmal für 6 Monate, 6 Wochen, Entschuldigung, nicht 6 Monate, 6 Wochen und dann einmal vorsichtig zu schauen. Also Obstsorte für Obstsorte einfach dazu nehmen. Ja, genau, okay. Und da gibt es eben im Internet auf jeden Fall Listen, wo man sieht, wie hoch ist denn da der Fructoseanteil. Also da kann man dann, Banane hat weniger, was ich jetzt so einmal behaupte, aber ich bin jetzt nicht sicher, ich habe jetzt nicht ganz genau nachgeschaut, kann man sich einfach einmal orientieren da drin, dann dran. Ja. Mhm. Okay. Ja, und wie ist es jetzt mit den Studien? Also mein Tipp oder mein eigener Umgang damit ist, sich nicht an Studien orientieren, weil es gibt der Bas Kass, der vor kurzem mein Buch veröffentlicht hat, der als Wissenschaftsjournalist sagt, ein sehr schöner Absatz da, er sagt, er könnte jetzt sofort, ich weiß nicht wie, also er sagt, dass 250 Studien täglich alleine in den USA rauskommen. Wahnsinn. Das heißt, man kann als einzelner Mensch, auch nicht als Institut, man hat gar keine Möglichkeit, alle Studien da zu lesen, geschweige denn zu überprüfen, weil vielfach berühmte Studien, die im letzten Jahr rausgekommen sind, weiß man ja auch, oft ist der Leitsatz, das Abstract, konträr zu dem, was in der Studie gestanden hat. Also das heißt, man müsste es dann auch überprüfen. Wie ich damit umgehe, ist so, es gibt einfach sehr gute Ernährungswissenschaftler, die industrieunabhängig agieren. Also zwei habe ich schon genannt, die Sally Fallon, die Mary Enig in Amerika, der Bruce Fife, Ernährungswissenschaftler, die Denise Minger, dann aber auch im europäischen Raum der Udo Pollmer, der Nikolai Worm, die Ulrike Gonder, und gibt es viele Größen und die sind oft spezialisiert auf so einzelne Schwerpunkte, kennen dazu sämtliche Studien, die rauskommen und die haben sowohl eigene Homepages als auch immer wieder Bücher zu diesen Themen und da orientiere ich mich dann, wenn es also wirklich seriös sein soll. Und sonst, wenn da wieder eine neue Studie irgendwo steht, ja, schaue ich, wie passt sie in das, was ich bisher schon weiß, passt sie dazu, ist sie oder ist sie möglicherweise von irgendeiner Interessensgruppe auch finanziert und im schlimmsten Fall schreibe ich auch diese Ernährungswissenschaftler persönlich an und frage, das verunsichert mich jetzt, wie kann ich damit umgehen? Also wahrscheinlich gibt es auch im Großen und Ganzen kein Pauschalrezept, sondern jeder sollte für sich ein Mitgefühl entwickeln. Das ist auch einer meiner Lieblingsthemen, das ist die Achtsamkeit, also achtsam mit sich selbst umgehen. Und ich glaube, wenn man ein Gefühl für sich hat, kommt man schon drauf, oder was mir gut tut und ist was nicht. Das ist meine Erfahrung auch. Ja, wir haben ein starkes Körperbewusstsein. Ja. Ja, vielen Dank. Ich habe auch selber für mich so viel mitgenommen heute und auch viel Neues erfahren. Ich bin dir wirklich sehr dankbar für dieses Interview. Ich auch, dankeschön. Danke. Also ich hoffe, dir geht es so wie mir. Mir hat dieses Interview so viel Mut gegeben. Nämlich, dass es eigentlich nicht so kompliziert ist und dass ich, wenn ich gewisse Achtsamkeit für mich entwickle, dass ich sehr wohl auch drauf kommen kann und ein Gefühl dafür bekommen kann, was mir gut tut und nicht. Und wenn jetzt gerade eine bestimmte Diät modern ist, dann lass dich damit nicht sofort mitreißen. Oder wenn du im Internet irgendwas liest, tu es einfach nicht gleich, sondern geh in dich und überlege dir, ob du wirklich der Typ dazu bist, ob du glaubst oder das Gefühl hast, dass dir das gut tut. Das möchte ich dir einfach jetzt am Ende dieser vierteiligen Podcast-Folge, das möchte ich dir mitgeben. Du hast es in dir, in Wirklichkeit weißt du,
was dir gut tut. Lass dich nicht so sehr beeinflussen von Meinungen. Es gibt kein Pauschalrezept. Es gibt deinen Weg zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung. Und natürlich, wenn du dir unsicher bist, dann geh bitte zu Ernährungsberatern oder Beraterinnen, die haben eine Ausbildung gemacht, genau dafür und sind für dich da. Und du kannst natürlich auch gerne mir E-Mail schreiben, du weißt, wo du mich finden kannst, Facebook, Instagram. Ich freue mich total, wenn du mir da folgst und auch wenn du mir eine positive Rezension schreibst für diese Interview-Serie. Ja, es ist nicht schön für mich, wenn ich sehe, dass das, was ich mache, auch anderen Menschen hilft und anderen Menschen was gibt. Ich habe das Gefühl, ich bin dazu da, dass ich andere berühren kann und ihnen einfach zeigen kann, dass sie selbst wirklich so unglaubliche Selbstheilungskräfte in sich haben. Genau, also verlier nicht deinen Mut, geh weiter deinen Weg, es wird auf jeden Fall der richtige sein. Viel Freude und Achtsamkeit, deine Caro.